Vor ziemlich genau einem Jahr saßen wir hier schon einmal und haben uns im exakt gleichen T-Shirt über die Giswein Merino Woolknit unterhalten. Jetzt wird es Zeit für meinen Langzeiterfahrungsbericht. Es freut mich sehr, dass ihr mit am Start seid. Hallo bei Ausprobiert, erster Videoteil hier oben in der Infobox verlinkt oder unten in der Videobeschreibung unbedingt angucken. Dieses Video schloss mit der Aufforderung an die Giswein-Leute, an die Giswein-Manager, sich doch im Hinblick auf die geäußerte Kritik zu äußern, sich zu melden, zu kommentieren. Ein Jahr später nichts, nada, niente. Keine Kontaktaufnahme, keine Mail, keine Nachricht, keine Kommentare, gar nichts. Sehr, sehr schade. Dann müssen wir das Ganze ohne den Dialog regeln. Und auch heute, eine weitere Analogie zum ersten Video, werden wir dieses Video starten lassen mit einem Blick auf die Giswein-Homepage. So sieht es da heute aus und wir können gleich mal festhalten, auf dieser Homepage hat sich so viel nicht verändert. Das Grundkonzept ist definitiv das gleiche geblieben. Wenn wir auf die Giswein-Homepage heute gehen, begrüßt uns das vielleicht für das Unternehmen wichtigste Produkt, die Merino-Schuhe. Wenn wir weiter nach unten scrollen, treffen wir auch heute noch auf diese Banderole mit den Kundenreviews. Vor einem Jahr lag das mittlere Rating bei 4,84, heute ein Jahr später sogar etwas besser, 4,85, was auffällig ist. Ich habe ja vor einem Jahr schon den grundsätzlichen Zweifel angebracht, dass ich mir nicht sicher bin, ob diese Kundenbewertungen nicht nur hier bei Giswein, sondern generell im Internet immer alle so koscher sind oder ob da auch Schmuh getrieben wird, ob da Meinungen gekauft werden, was auch immer. Aber was in diesem Fall für mich auffällig war, ist die Anzahl der Bewertungen. Giswein hatte vor einem Jahr 2200, ich habe extra nochmal geguckt, 34 Bewertungen und jetzt, ein Jahr später, fast vervierfacht die Anzahl der Bewertungen, 8400. 8.400 und wie gesagt, fast durch die Bank alles positiv mit jeweils 5 Sternen. Darunter auch die Instagramisierung der Homepage, auch heute noch erhalten. Ja, die ganzen Influencer dieser Welt posaunen in die Welt hinaus, dass die Giswein-Schuhe das Beste sind, was es da so gibt und dass man noch bitte kaufen soll. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mir kommt da die Grütze immer hoch. Auch heute noch, hier guckt euch die an, was man sich nicht alles, wie man sich nicht verbiegen kann. Ja, und das trifft es oft auf den Punkt, weil wenn man sich jetzt hier diesen Text durchliest, natürlich auch direkt verlinkt zum Giswein-Shop, dann schaut euch mal an, was da einfach völlig unkritisch übernommen wird. Happy Black Friday Shopping ist also schon ein bisschen her, steht ja auch oben vor 6 Monaten. Bei diesem tollen Angebot stehe ich ja fast Kopf und natürlich habe ich auch gleich wieder zugeschlagen. Ihr habt mich schon öfter in meinen Giswines gesehen oder darüber gelesen, das liegt einfach daran, ich und die meisten meiner Freunde diese Schuhe einfach lieben. Also, ja. Da fehlt ein Das, aber das nochmal am Rande. Bis Montag gibt es bei Giswein ein absolutes Hammerangebot. Die besten Merino-Sneaker der Welt. Die besten Merino-Sneaker der Welt zum halben Preis. Beim Kauf von mindestens 2 Stück mit meinem exklusiven Code. Und dann kommt der Code. Hier nochmal ein kleiner Reminder, warum Giswein-Schuhe so toll sind. Und dann, das ist das, womit halt auch auf der Homepage geworben wird. Erstens, ressourcenschonende, nachhaltige Produktion. 0% Abfall. 0% fossile Brennstoffe, bis zu 90% recyceltes Wasser aus dem Walkvorgang. Auch das ist schon wieder geil, ne? Bis zu 90% recyceltes Wasser. Auch wenn es 10% sind, auch wenn es 5%, trifft diese Aussage zu, weil bis zu 90% ist halt im Endeffekt alles über 0. Zweitens, absoluter Tragekomfort. Merino-Wolle sorgt für ein sehr angenehmes Fußklima. Bakterien werden abtransportiert, noch bevor Schweißfüße entstehen. Und Gefühl wie auf Wolken. Natürlich gibt es auch noch andere Produkte wie Mützen, Jacken, Merino-Socken, Hausschuhe und so weiter. Auch dafür habe ich einen tollen Black Friday Day für euch ausgehandelt. Sie hat das natürlich ausgehandelt. 30% Rabatt auf alle Produkte im ganzen Online-Shop von Giswein mit meinem Rabattcode. Ja, und dann gelangt man zur Homepage mit diesem Link. Und jetzt hier, guckt es euch an. Ja, das ist nochmal so diese Offenbarung. Achtung, auf der Website ist bereits ein 1+1-Deal voreingestellt. Ihr würdet mir aber wahnsinnig helfen, wenn ihr trotzdem meinen Code verwendet. Damit bekomme ich eine kleine Kommission und kann wieder tollen Content für euch kreieren. Help small businesses. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Ein ergänzender Hinweis noch zu den Kundenrezensionen. Ein möglicher Erklärungsansatz hierfür ist, dass Giswein in der Zwischenzeit sein Vertriebsmodell für den erfolgreichsten Schuh, den Woolrunner, geändert hat. Den gab es bislang über den Fachhandel, den stationären zu kaufen, mittlerweile aber nur noch online. Und weil das Produkt so bekannt ist, ist es durchaus möglich, dass viele mittlerweile online direkt bei Giswein bestellen und im Nachgang aufgefordert werden, eine solche Kundenrezension abzugeben. Was wir uns auch vor einem Jahr angeguckt haben, ist die Über-uns-Seite, wo Giswein sich selbst darstellt und die wollen wir uns heute auch noch angucken.
die komplett deckungsgleich geblieben ist. Also da hat sich wirklich gar nichts verändert. Uns begrüßen weiterhin die freundlichen Gesichter von Gieswein, Markus und Johannes, die stolz darauf sind, die Wolle neu erfunden zu haben. Es wird auch weiterhin kräftig damit geworben, dass doch in Österreich gefertigt wird. Made in Austria, ganz dick. Der Kunde schaut da drauf und denkt sich, boah, Gieswein, der Gieswein-Schuh, das ist ein regionales Produkt, der wird in Österreich gefertigt. Aber weit gefehlt. Bei meinem Woolknit ist es so, dass der in China gefertigt wird. Und da muss man einfach dann auch zwischen den Zeilen lesen, was steht denn hier genau? Dafür entwickeln und produzieren wir einzigartige Stoffe aus unserer eigenen Fertigung in Tirol, Österreich. Also es steht da gar nicht, dass alle Stoffe in Tirol, Österreich gefertigt werden, sondern nur einzigartige. Das kann alles bedeuten. 5%, 10%, 20%, aber auch theoretisch 90 oder 100%. Und dann steht da eben auch ganz klar, es wird lediglich die Stoffproduktion regional vorgehalten. Der Rest ist alles ausgelagert nach Fernost, outgesourced. Meine Woolknits, die kommen aus China und das ist somit das schlechteste Modell, was man sich für die Umwelt so vorstellen kann. In Europa der Rohstoff gefertigt, der wird dann nach China gekarrt, dann wird das fertige Produkt wieder auf den Absatzmarkt in Europa zurücktransportiert. Also mit Nachhaltigkeit hat das überhaupt nichts zu tun und die ökologischen und ethischen oder sozialen Standards, die sind in China definitiv nicht so, wie wir es uns in Deutschland oder Österreich vorstellen. Darunter dann weiter unverändert so die Kernkomponenten des Markenauftritts, des Markenclaims. Man ist stolz auf die Gießweinqualität. Man ist stolz auf die Produktion, hahaha, hatten wir gerade eben schon mal, von wegen Outsourcing und so. Und man ist stolz auf die Nachhaltigkeit. Und da können wir auch gleich mal was festhalten. Es hat sich zumindest in diesem einen Jahr nichts zum Besseren verändert. Denn die Highlights der nachhaltigen Produktion sind die exakt gleichen. 0% Stoffabfälle, weiterhin bis zu 90% recyceltes Wasser in der Produktion, bis zu, das heißt, gehört verboten, dass sowas auf so einer Seite mit Nachhaltigkeit, mit der Überschrift Nachhaltigkeit zu finden ist. Bis zu 90%, das kann alles bedeuten. Von 0 bis 90. Wählt euch eine Zahl aus oder würfelt das Ganze. Und 100% Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen. Stand da auch schon vor einem Jahr. Kleine Reminiszenz noch an unser Influencer-Sternchen von gerade eben. Wenn ich mich recht entsinne, stand bei dieser Dame da nicht 0% Stoffabfälle, sondern 0% Abfälle. Also man hat es auch da einfach breiter gemacht, als es in der Realität ist, weil da wird nicht nur Stoff in den Abfall gelangen, sondern wir haben ja auch noch die Sohle und wir haben noch andere Materialien, die damit einfließen und davon ist hier gar nicht die Rede. Also, ja, schon mal wieder jemanden beim Schwindeln überführt. So viel zu den Rahmenbedingungen, die man als Kunde immer im Hinterkopf haben sollte, wenn man ein solches Produkt einschätzt und damit kommen wir dann zum Schuh an sich, den man natürlich immer noch auf der Gieswein-Homepage bestellen kann. Hier ist das gute Stück, der Merino Wool Knit, sogar zum gleichen Preis. Die unverbindliche Preisempfehlung lag auch vor einem Jahr bei 139,95 Euro. Das will ich mal positiv anmerken bei der ganzen Inflation. Ich habe bei meiner Bestellung damals zwei Größen geordert, 42 und 43, und das hat zu meiner Überraschung dazu geführt, dass ich tatsächlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe geliefert bekommen habe. Das eine in Größe 42 hatte an der Ferse eine Verstärkung aus, ich würde mal sagen, Alcantara und hatte eine Schlaufe an der Zunge. Die Größe 43, die ich dann letzten Endes auch behalten habe, hatte diese beiden Elemente nicht. Also keine Verstärkung an der Ferse und auch keine Schlaufe an der Zunge. Und das ist exakt der Schuh, den ihr heute auch noch bestellen könnt. Also offensichtlich war die Größe 42, die damals geliefert wurde, ein Auslaufmodell. Man hat Veränderungen vorgenommen und noch die Restbestände, ohne dass man den Kunden darüber informiert hat, über diesen Primärkanal verkauft oder es zumindest versucht. Man sieht es ganz deutlich auf den Bildern, die wir auf der Homepage finden können. Hier an der Zunge keine Schlaufe und die Ferse selber weist auch keine Verstärkung auf. Das ist diese Merino-Wolle, die durchgängig hier in diesem ganzen Fußinnenbereich verwendet wird. Diesen Merino Wool Knit habe ich dann am 13. Mai 2021 bestellt. Drei Tage später, am 16.05.2021, kam er dann hier an und seitdem ist er mehr oder weniger durchgängig im Einsatz. Ein komplettes Jahr, alle vier Jahreszeiten mitgemacht, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und jetzt ist die große Frage, wie sieht dieser Schuh von Gieswein nach diesem einen Jahr Nutzung aus? Ich habe ihn hier, wir schauen ihn uns gemeinsam an. Ihr habt im ersten Video gesehen, wie das Teil neuwertig aussah und das ist jetzt der aktuelle Stand nach einem Jahr. Man muss dazu sagen, man könnte theoretisch diesen
bzw. eine Woolknit in die Waschmaschine schmeißen. Das habe ich bewusst nicht getan. Ganz einfach, um mir nicht vorwerfen lassen zu müssen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist und deswegen der Schuh in einem schlechteren Licht dasteht, als er denn eigentlich dastehen müsste. Also das ist das Zwischenzeugnis nach einem Jahr ohne irgendeine Wäsche. Ja, vom ersten Eindruck her würde man, glaube ich, sagen, hey, gar nicht mal so schlecht. Wir gucken uns auch nochmal im Detail an. Das ist der linke Schuh, genau. Das ist hier das Gewebe, also die Merino-Wolle oben von allen Seiten, von hinten. Das ist dann auch so dieser Effekt, dadurch, dass wir eben hier hinten keine Verstärkung haben und wir dann so beim Einsteigen immer in gewisser Weise hinten draufsteigen, wird sich dieses Material hier hinten auch stauchen. Und der andere Schuh, der zeigt sich mehr oder weniger ähnlich, wobei man hier schon erkennen kann, was passiert, wenn man mit diesem Merino-Obermaterial mal irgendwo hängen bleibt. Hier vorne, das ist so eine Stelle, wo man mal hängen geblieben ist. Dann reißt dieses Material etwas auf. Hier oben an dieser Stelle ebenfalls. Das ist ein Schaden im Material. Das wird nicht mehr weggehen. Das müsste man theoretisch flicken. Ich weiß nicht, ob das geht. Aber das sind praktisch so diese Schwächen, die in der Natur dieses Schuhaufbaus liegen. So, hier hinten wollen wir es uns auch nochmal angucken. Ich muss sagen, so von der Oberfläche, vom ganzen Material, hätte ich sogar Schlimmeres erwartet. Ich habe den wirklich nicht geschont und das kann sich sehen lassen. Ich glaube auch, dass die größte Schwäche nicht die Merino-Wolle ist, sondern tatsächlich die Sohle. Das ist ein echter Schwachpunkt. Diese Sohle ist einerseits eine Stärke, denn das Laufgefühl, das Tragegefühl ist sehr, sehr angenehm. Diese Sohle ist wirklich sehr, sehr weich, aber weiche Sohlen leiden unter schnellem Abrieb. Und wenn dieser Schuh kaputt gehen wird, dann ist das an der Sohle. Man erkennt das hier hinten schon sehr, sehr gut, da zeigt sich schon dieses Luftsegment hier hinten an. Das ist vielleicht noch so vom Gefühl her 1,5 Millimeter, die dieser Gummi eben parat hält. Und wenn der dann durch ist, dann wird da hinten ein Loch entstehen. Ja, vorne auch deutlicher Abrieb zu erkennen. Das ist beim anderen Schuh auch nicht viel anders. Auch hier hinten sieht man das, ist eben viel von der Sohle verloren gegangen. Die zweite große Schwachstelle dieses Schuhs liegt in der Ferse. Ich habe das bereits im ersten Video angedeutet, weil man da nach wenigen Tagen bereits erkennen konnte, dass es da ein Pilling gibt an dieser Ferse. Und dieses Pilling hat sich fortgesetzt. Ich habe eine Taschenlampe in den Schuh gelegt, um euch das besser zeigen zu können. Hier an dieser Stelle ist das Material auch mit am dünnsten. Dieses Pilling setzt sich praktisch immer weiter fort. Und dieses Material wird an dieser Stelle eben in Mitleidenschaft gezogen. Das ist so die zweite große Schwachstelle dieses Schuhs. Jetzt ist natürlich nicht alles schlecht an diesem Schuh, sondern ich möchte nochmal zwei explizite Stärken herausstellen. Erstens der sehr, sehr gute Tragekomfort. Und das beziehe ich nicht nur auf die Sohle hier unten, sondern auch auf das Merino-Obermaterial und die Kombination aus diesen beiden Elementen. Es ist so, dass wenn wir diesen Schuh tragen, sich ein sehr, sehr wohliges, homogenes Gefühl am Fuß einstellt. Auch dadurch bedingt, dass wir keine unschönen Materialübergänge haben, dass es keine störenden Nähte gibt. Es ist einfach sehr, sehr weich und soft. Und deswegen würde ich diesen Marketing-Claim auch zu 100% unterschreiben. Und der zweite sehr, sehr positive Aspekt, der mir in Erinnerung bleiben wird, ist dieses Trageklima. Es ist auch bedingt durch die Merino-Wolle, ja, das ist so dieser Marketing-Claim, der da immer wieder Anwendung findet, aber das stimmt auch wirklich. Also am kältesten Tag im Winter habe ich mit diesem Woolknit nicht gefroren und am heißesten Tag im Sommer habe ich mit diesem Woolknit nicht geschwitzt. Also auf der funktionellen Ebene klappt das einfach. Und auch übrigens, falls jetzt jemand sagen sollte, wie ist es so mit Feuchtigkeit? Ich habe diesen Schuh am Anfang einmal imprägniert und hatte überhaupt keine Probleme mit Feuchtigkeit. Klar, es ist kein Schuh, mit dem du irgendwie in den Schlamm gehen kannst, mit dem du irgendwie durch Pfützen wartest, ohne irgendwie nasse Füße zu bekommen. Aber wenn du diesen Schuh ganz normal in der Stadt anhast, im Alltag, dann reicht die Höhe der Sohle aus, um nicht sofort nass zu werden. Und wenn das Material imprägniert ist, dann zieht es nicht gleich die Feuchtigkeit ein. Also Feuchtigkeit, Wasser war mit diesem Schuh ebenfalls kein Problem. So, jetzt hatte ich am Anfang, also im ersten Videoteil, schon gesagt, ein Schuh, der muss bei mir drei Merkmale erfüllen. Und das ist einerseits, er muss bequem sein, dann muss er optisch angemessen und gut ausschauen. Und drittens muss er nachhaltig sein. Wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich sagen, bequem, erfüllt, top. Optisch ansprechend,
am Anfang würde ich sagen, top mittlerweile, ja, mit Einschränkungen, weil man halt schon deutlich sieht, dass er genutzt würde. Und der dritte Punkt, der auch dazu führt, bei all diesen positiven Worten, dass ich diesen Schuh mir nicht wieder kaufen würde und deswegen auch keine Empfehlung aussprechen kann, ist dieser Nachhaltigkeitsfaktor. Also dieser Schuh kann definitiv nicht als nachhaltig vermarktet werden. Das ist Greenwashing par excellence, weil es eben nicht nur darauf ankommt, wie dieser Schuh gefertigt wurde. Da gibt dies war im Übrigen keine Information. Wie hoch ist jetzt dieser CO2-Fußabdruck für diesen Woolknit? Keine Ahnung. Sondern es geht eben auch um die Nutzungsdauer eines solchen Schuhs. Und da ist mir ein Vierteljahr einfach zu wenig. Das ist einfach so. Der sieht zwar noch einigermaßen okay aus, aber gerade an der Sohle wird der jetzt nach 2-3 Monaten bei mir durch sein. Das weiß ich erfahrungsgemäß und auch so, wenn man sich diese Verarbeitung nochmal genauer anguckt. Hier vorne beispielsweise, da löst sich jetzt dieses Obermaterial von der Sohle, da ist diese Verklebung einfach nicht ordentlich gemacht. Hier in der Seite sehen wir das auch schon so ein bisschen. Hier ist auch so ein Spalt einfach. Ja, also das ist es nicht. Und dann kommen noch zwei Aspekte dazu, die man auf der Kette haben sollte, die einem dann erst auffallen, wenn man wirklich diesen Schuh länger im Einsatz hat. Und das ist das, was ich beim letzten Mal auch schon angesprochen habe, zumindest zum Teil. Erstens, dass diese Zunge hier keine Lasche mehr hat, mithilfe derer man dann die Zunge an diesen Schnürbändeln hier festmachen kann, ist super störend. Super, super störend im Alltag. Jedes Mal, wenn du in diesen Schuh reingehst, wird sich, und das ist so einfach, weil der so weich ist auch, ne? Du hältst ihn hier hinten an der Ferse fest und dann schlupfst du mit deinem Fuß rein und jedes Mal, wenn du das tust, wird diese Zunge nach vorne rutschen. Und dann musst du dich nochmal bücken und den wieder nach vorne holen. Ich will gar nicht unbedingt sagen, dass es sich hierbei um ein Kosteneinsparungsprojekt handelte, kann natürlich auch ein Aspekt gewesen sein. Ich glaube vielmehr, dass diese Lasche bei dem ein oder anderen Kunden, ne, nach intensiver Nutzung abgerissen ist. Und dann gab es Reklamationen. Und auf diese Reklamation hatte Geekswein keinen Bock mehr. Und dann haben die gesagt, ey, wir lassen das. Führt dann aber dazu, dass all diejenigen, die diesen Schuh richtig einzusetzen wissen und auch vorsichtig behandeln, dass bei denen eben genau dieses Phänomen einsetzt. Dieses, es rutscht nach vorne und muss es wieder nach vorne holen. Und denkt sich so, kommt Leute, das ist einfach kein gutes Engineering. Und die zweite Komponente, die auch extrem störend ist, bezieht sich dann wiederum auf die Sohle. Erstens, wenn es nass wird und ihr auf einer glatten Oberfläche lauft, dann quietscht diese Sohle. Also das ist wie so eine Ente. Du gehst da diesen Gang lang, jedes Mal quietscht die. Und der zweite Punkt, der also wirklich relevant sein sollte, gerade weil man ja irgendwie gerade eben gemeint hat, durch die Zeilen herauszuhören, dass es sich hierbei um einen Ganzjahresschuh handelt, nur in der Theorie. In der Praxis ist es so, dass in der Zeit, wo es regnet, wenn du da auf eine glatte Oberfläche zusteuerst, dann rutschst du weg. Dieser Schuh hat kein Profil, es ist glatt, arg glatt, wie Schlittschuhe. Und im Winter, deswegen kannst du nicht machen, ist einfach außen vor. So, und deswegen wäre für mich ein No-Go. Ein weiteres No-Go ist der Klau von Ideen und geistigem Eigentum und hierzu ist zumindest mal festzuhalten, dass in den vergangenen Jahren die Neuerscheinungen der Firma Geekswein sich extrem an den Produkten der Firma Allbirds, der sehr, sehr erfolgreichen Sneakerfirma aus dem Silicon Valley, orientiert haben. So auffällig, dass man sich fragt, ob vielleicht nicht nur in China gefertigt wird, sondern man sich andere Aspekte der chinesischen Kultur einverleibt hat. Vielleicht lohnt es sich also vor einer Bestellung auch dort noch einmal vorbeizuschauen und sich durch das jeweils aktuelle Sortiment zu klicken. Zur Historie: Allbirds wurde 2014 gegründet und vertreibt seitdem diese Art von Produkten. Geekswein ist erst deutlich später in den Markt eingetreten. 2017 hat man über eine Crowdfunding-Aktion damals seine Aushängeschuhe, die Wool Runner, realisiert und seitdem das Produktportfolio kontinuierlich erweitert. Das Schöne an Geekswein ist allerdings, dass wir uns darüber nicht länger aufregen müssen, denn wenn uns etwas nicht passt mit diesen Schuhen, dann können wir recht einfach zurückschicken. Entweder innerhalb der Widerrufsfrist oder aber innerhalb der Einjahreszufriedenheitsgarantie, die im letzten Video von der Kommunikation her leicht verändert wurde. Ich habe im letzten Video auch angezweifelt, ob es diese Einjahresgarantie immer noch gibt. Ich kann heute sagen, ja, es gibt sie noch, allerdings ist sie weniger prominent beworben. Auf der Detailseite selbst findet man davon nichts mehr, aber wenn wir uns in den Einkaufswagen begeben, zur Kasse, dann ist oben mittig sehr wohl ein Banner zu finden, wenn es denn soweit ist. Hier sind wir,
Hier haben wir es. Ein Jahr Geld-Zurück-Garantie. Alle Gießwein-Produkte haben eine einjährige Geld-Zurück-Garantie. Wenn du innerhalb eines Jahres nicht 100% zufrieden bist, erhältst du eine vollständige Rückerstattung deines Kaufbetrags. Um zu erfahren, wie das Ganze ablaufen soll, habe ich im Vorfeld eine E-Mail an shop@gieswein.com gerichtet und dort eben mein Anliegen geschildert. Ich habe folgende Antwort erhalten. Ich zitiere: Lieber Kunde, vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir bedauern, dass Ihr bestellter Gießweinartikel nicht Ihren Vorstellungen entspricht. Selbstverständlich können Sie diesen im Rahmen unserer Einjahres-Gießwein-Zufriedenheitsgarantie, schönes Wort, wieder kostenlos an uns retournieren und Sie erhalten umgehend nach Wareneingang eine entsprechende Rückerstattung auf das Zahlungsmittel, das Sie für Ihre Bestellung gewählt haben. Bitte verwenden Sie hierzu das Gießwein-Return-Label und erstellen dieses mit diesem Link und laden es herunter. Dann gibt es einen Link, auf den wir gleich noch klicken werden. Drucken Sie bitte dieses aus und kleben Sie es auf das Paket. Dieses Label ist bereits von uns bezahlt. Ihnen entstehen dadurch keine Kosten bei der Rücksendung. Legen Sie im Paket bitte den Retourenschein oder eine Kopie von Rechnung oder Lieferschein bei, damit wir Ihre Rücksendung zuordnen können. Für einen Umtausch oder Austausch bitten wir Sie höflich, das gewünschte Produkt direkt unter www.gieswein.com neu zu bestellen. Vielen Dank für Ihre werten Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Gießwein-Team. Nach einem Klick auf diesen Link landet man auf dieser Seite, wo wir in meinem Fall dann Deutschland auswählen, und wir werden weitergeleitet zu einem Rücksende-Label-Generator, in diesem Fall von DHL, wo wir im Anschluss daran dann unsere Daten eingeben, also unsere Adresse, unsere Kontaktdaten und im Idealfall auch die Referenznummer, was die Bestellnummer oder die Rechnungsnummer sein kann. Ich denke, dass die Rückerstattung selber kein Thema wird, dass das alles rund läuft. Falls nicht, gibt es darüber definitiv ein weiteres Ausprobiert-Video, aber zum aktuellen Zeitpunkt habe ich keinen Grund daran zu zweifeln. Ja, wir sind am Ende des Videos, Zeit, ein Fazit zu ziehen. Es fällt im Hinblick auf diese Gießwein Merino Wool Knit sehr gemischt aus. Auf der einen Seite würde ich mir diesen Schuh nicht wieder bestellen, weil die Nachteile die Vorteile überwiegen. Auf der anderen Seite gibt es einzelne Aspekte, die ich sehr, sehr lehrreich fand. Ich habe mich mit dieser Art von Schuhen bislang nicht auseinandergesetzt. Der Tragekomfort, das Trageklima dieser Schuhe war aber so einzigartig im Vergleich zu den Schuhen, die ich bisher hatte, dass ich mich definitiv mit dieser Art von Schuhen weiter beschäftigen werde. Und vielleicht gibt es ja ein Angebot, was die vorhandenen Schwächen ausmerzt und gleichzeitig die Stärken beibehält. Ich hoffe darüber hinaus, dass Gießwein, wenn Sie denn dieses Video sich dann doch nochmal angucken, darüber hinaus kritisch reflektiert, wie der Nachhaltigkeitsbegriff verwendet wird. Es ist so, dass da aus meiner Sicht zum aktuellen Zeitpunkt viel Greenwashing betrieben wird, dass der Begriff der Nachhaltigkeit zum Einsatz kommt, obwohl er eigentlich nicht zum Einsatz kommen sollte. Das schadet dann insgesamt auch der Sache. Ich glaube, dass zusätzliche Transparenz notwendig ist im Hinblick auf die CO2-Emissionen pro Schuh. Da muss, finde ich, auch eine Bilanz her. Ich bin der Meinung, dass es zusätzliche Transparenz im Hinblick auf die Supply Chain bedarf. Also wo findet was genau statt? Made in Austria. Finde ich sehr, sehr kritisch in diesem Zusammenhang. Ich würde mir da einfach mehr wünschen. Man sollte sich einfach ehrlich machen und ja, nicht den Kunden für dumm verkaufen. Ganz platt ausgedrückt. Ja, und damit sind wir am Ende des Videos. Freunde, bleibt sauber und stabil. Hoffentlich bis bald mal ausprobiert. Vielleicht auch mal wieder mit einem Schuhvideo. Wer weiß das schon. Tschüss und Servus. Hey, psst. Absoluter Geheimtipp. Dieses Video hier solltest du dir unbedingt auch noch reinziehen, weil der YouTube-Algorithmus am besten weiß, was gut für dich ist. Und wenn du Ausprobiert immer noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Hier auf das dicke Logo klicken, Glocke aktivieren und nichts mehr verpassen.